Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kaplintfort und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute machen wir ein Video zum Thema Jeep Wrangler Gladiator. Kennt kaum jemand? Ich finde es aber geil. Ich habe den schon vor, ich glaube, 2 Jahren oder so auf der Messe in New York gesehen und habe mir nur gedacht, geile Basis. Jetzt habe ich ihn wiedergefunden, durch einen Zufall. Ja, weil Günther hat auch einen Jeep Wrangler, aber den normalen, nicht den, der hat einen Rubicon. Und da habe ich gedacht, stimmt, da war noch was, Thema Jeep. Und das machen wir heute. Ne? Das ist Light Tuning, nenne ich sowas. Also nicht zu viel. Es wird auf jeden Fall breit. Ja, das sowieso. Basis. Erstmal gehen wir kurz zur Basis. Basis ist nicht schlecht, nur wenn ich die Felgen mir angucke, viel zu klein. Wenn ich mir die Reifen angucke, viel zu Straße. Wenn ich mir das Auto angucke, krass. Krass Gelände. Ja? Deswegen, da passen ein paar Sachen nicht zusammen. Habt ihr irgendwas von so einem Hammer, oder? Ja, von einem Hammer, von der G-Klasse. Diese 6x6 hoch. Tschack. So könnte ein Prior Design Jeep Wrangler Gladiator aussehen. Ist nicht so viel geändert worden. Also wir haben ein paar Räder drauf gemacht. Ne? Schöne Offroad-Bereifung drauf. Hier den Bullenfänger. Muss man gucken für den deutschen Markt, ob das so zugelassen ist oder nicht. Ja, muss man schauen. Hier die Seitenschweller. Braucht das Auto definitiv, wenn er höher gelegt wird oder auch nicht. Weil wenn man hier aussteigt, hat der Wrangler schon ein Problem. Ja, dass man hier quasi mit Unterschenkel, Oberschenkel, also quasi mit der Jeans, immer schrappt. Ja, das ist nicht gut für den Lack und auch nicht gut für die Jeans. Ja, die wird ständig dreckig. So? Mhm. Ja. Also der Eingang, wenn man hier zurückgeht, kannst du das original sehen. Ja? Du bist immer, immer wenn du aussteigst, quasi du rutschst da so ein bisschen raus aus dem Auto. Ja, weil das Auto ist schon sowieso etwas höher als normales Auto. So sieht es aus, unsere Edition. Dann kommt die Verbreiterung. Hier auf dem Konzept, was wir jetzt gemacht haben, sind nicht einfach nur Verbreiterungen, sondern einfach zu den originalen Verbreiterungen Zusatzverbreiterungen. Ja? Er spart natürlich viel an Lackierkosten, Einbaukosten etc. Ja, das wollten wir mit dem Kit erreichen, dass man da wirklich, oder mit den Kits allgemein, die wir jetzt seit 3-4 Jahren entwickeln, dass da wirklich wenig rausgeschnitten werden muss und. Ja. Manchmal geht es nicht, ja. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir das Beste. Das Geile bei dem Auto ist, wenn du die ganzen Türen ausbaust und Dach und so weiter, hast du einen richtig schönen, coolen Cabrio. Sieht aus wie ein diesen H1, ja. Was mir nicht gefällt, der Grill. Den gibt es schon seit 1000 Jahren so. Ja. Man muss gucken, ob man das ein bisschen anders baut. Guck mal, zack. Geiles Ding. Guck mal. Ey, das Ding ist sexy, ne? Guck mal, was da so ein bisschen. Guck mal, der ist nicht mal höher gelegt. Die Federn sind nur im Rot. Ja, und andere Räder drauf. Ja, und da siehst du schon sofort ganz anderes Auto. Ja. Und hier natürlich die Rohre, die da hinten auf der Ladefläche sind. Guck mal, was das ausmacht. Ja. Guck mal, in matt oder glänzend. Ich finde, glaube ich, matt sieht böse aus, aber schöner für den Alltag, glaube ich, ist der in glänzend. Ja. Und der Grill, klar, Markenzeichen, vom, so typische Merkmale vom Jeep, aber ja, könnte man noch ein bisschen daran arbeiten. So, von vorne. Das sieht immer noch aus wie vor 20 Jahren. Guck mal, geiles Ding. Ja, also ich finde, das ist schon cool gelungen. Auch auf der Haube, so ein Power Dome, wirkt, macht das Auto noch höher, ja, also optisch und geiler. Guck mal, so viel haben wir gar nicht geändert. Also nee. Wer denkt jetzt, okay, wir haben das ganze Auto verändert? Nö. Ja, nur die Zusatzverbreiterung, hier diesen Bullenfänger vorne und ein paar Leuchten. Ne? Was kostet so ein Auto? Ja, ich habe geguckt, was die Autos kosten. Die liegen so bei 80 Mille. Ist eine Hausnummer. Gut, was kriegt man für 80.000 Euro in der
in der Klasse. Ja. Gut, das kann man mit der G-Klasse nicht vergleichen, aber ja, mit was kannst du vergleichen? Weiß ich nicht. Mit einem geilen Auto. Rover oder so gibt's von Ja, so, ja genau, Range Rover, ja. Ich finde, das ist ein Klassiker, das sieht geil aus. Ja, also das ist, ob man da in der Klasse was findet oder nicht, egal. Ich finde es einfach nur optisch, das Auto sehr geil. Mhm. Und ich finde, das Auto könnte zu uns passen. Wenn wir einen Hänger ziehen oder sowas, wenn wir irgendwie Auslieferungen haben, wenn wir uns dazu einen schönen schwarzen Anhänger kaufen, der quasi an der Seite so aufgeht, ich glaube, da könnte was Geiles raus werden. Guck mal, Sascha, wie der aussieht mit den originalen Felgen. Ja. Ja, das ist nicht schön. Ja, also das finde ich überhaupt nicht schön. Was schön ist, ist natürlich auch die Innenfläche. Ja, dass die nicht einfach Blech gelassen haben, sondern einfach so eine Wanne eingebaut haben. Ja. Kleines Fenster hinten, finde ich echt cool. Ja, hatte ich bei der X-Klasse auch. Guck mal, der ist viel zu brav. Viel zu brav. Das Auto für das, was er kann oder was er können muss. Guck mal, so sieht der fett aus. So viel breiter ist das auch nicht, ne? Nein. Ja, ein bisschen schon. Ja. Problem ist bei den Autos, du kannst die guten Felgen, die etwas breiter sind mit Stollenreifen, nicht fahren ohne Verbreiterung. Also du musst den verbreitern. Ja? Okay. Und mit Straßenreifen so ein Auto, das brauche ich nicht. Also, ja. Dann, wofür soll ich einen Jeep holen? Das ist ein typischer Jeep. So eine G-Klasse oder GLE oder so ein SUV. Ist was anderes als ein Jeep. Ja? Ein Jeep, Gelände. Und Gelände mit dem Reifen, was er drauf hat, das kannst du hier vielleicht bei uns vor der Firma drehen, aber guck mal, Verbreiterung matt oder in glänzend. Ja. Man könnte die auch in Carbon machen. Guck mal, genau hier kann man auch sehen, wie der geteilt wird, ja, dass man wirklich alles auseinanderbauen kann. Ich sag mal, für den Sommer ist das schon eine geile Schnitte. Ne? So original, ja. Und zack. Ja. Da sind nur paar Reifen, paar Felgen drauf. Hinten diese Stahlbügel. Hier Eingang, guck mal, wie schön detailliert ist, wenn da Prior draufsteht. Ich weiß. Hier natürlich haben wir auch, wenn man es vergrößert, die Dinger in Carbon gemacht. Ne? In Rot. Ich hätte, glaube ich, in Giftgrün oder in so Quietschorange gemacht. Ja. Finde ich geil. Oder so. Die Felgen schwarz, alles schwarz, heißt All in Black. Hätte ich gemacht. Die leuchten auch so ein bisschen dunkler, also abgedunkelt, da gibt es auch. Ja. Und dann alles schwarz. Sieht so brutal aus. So böse. Guck mal, wie fett das Ding aussieht. Ganz anders. Ganz anders. Ja. Und hier am Ende von dem Video könnt ihr euch ein Video angucken. Ja, Animation von uns. Hier, tschack. Wer hat das schon, ne? In dem Video ein Video? Ja, ein Video in dem Video. Das hat nur der Belzec. Guck mal, wie fett der aussieht. Komplett schwarz und innen rot. Ja, ich finde, das Auto muss böse aussehen. Die Felgen schwarz, Interieur komplett in rot. Mhm. Ja, aber komplett in rot finde ich sexy. Hier in dem Kotflügel habe ich noch so Lufterlässe eingebaut. Sieht ein bisschen brutaler aus, oder? Was sagst du, Sascha? Ja. Kommt hier mal rum. Nicht so hinter der Kamera stehen da. Ja, wie findest du die? Ja. Ohne? Mit. Warte, ich muss. Ja, mir gefällt das ohne besser. Ja? Mhm. Schlichter. Ja. Weißt du was? Aber ich glaube, wenn ich so ein bisschen mich da noch dran setze, wird das schön gemacht. Das ist halt immer Geschmackssache, ne? Genau. So, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Like da, ein Abo und schreibt Kommentare oder was auch immer, wie auch immer. Ne? Ob man das braucht oder nicht, wir brauchen es. Nein, ich brauche es.